What's up, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und auch zu einem Video, auf das wirklich einige von euch gewartet haben, beziehungsweise auch zu einem neuen Format, auf das einige von euch gewartet haben. Nämlich habe ich bei Instagram vor einiger Zeit gefragt, habt ihr Bock auf Community-Outfit-Battle-Videos? Und wirklich sehr viele haben dafür abgestimmt. Von daher will ich nicht allzu sehr um den heißen Brei reden, weil viele von euch sollten dieses Format bereits kennen von dem einen oder anderen Fashion-YouTuber. Und ja, würde mal sagen, ich fange direkt an mit den allerersten 5 Community-Outfits, die ihr mir eingesendet habt. By the way, falls ihr Bock habt, ebenfalls mal bei einem Community-Outfit-Video dabei zu sein von mir, dann gebt einfach bei euren zukünftigen Instagram-Post oder bei euren Instagram-Outfit-Post den Hashtag LukeBaileyFits ein. Das werde ich aber auch alles einblenden, auch unten in der Videobeschreibung als Information auch da lassen. Oder folgt mir einfach bei Instagram, dann ja, bist du da immer sowieso up-to-date, wenn auch mal wieder Community-Outfit-Videos kommen. Würde aber auch sagen, das wäre das einzige Kriterium, wonach ich Ausschau halte, einfach Hashtag LukeBaileyFits mit eingeben in euren Instagram-Outfit-Posts oder halt einfach auch ein bisschen darauf achten, dass das Outfit auch gut zu sehen ist, also vielleicht keine Spiegelbilder. Schaut einfach mal, was ihr für coole Outfits dadurch zaubern könnt, weil viele haben auch wirklich mir bereits auch Bilder eingesendet, wo die Location auch wirklich der Hammer ist. Von daher vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der bereits bei dem Community-Outfit ja, so dran teilgenommen hat, durch das Hashtag, durch das direkte Senden mir bei Instagram durch den Nachrichten. So, jetzt aber let's go mit dem Outfit Nummer 1 von insgesamt 5. Ich habe jetzt erstmal 5 persönlich coole Outfits rausgesucht und ja, schreibt mir einfach mal gerne eure Verbesserungswünsche, eure Kritik unten in die Kommentare, damit ich auf jeden Fall weiß, wie es dann für die zukünftigen Videos weitergehen kann für dieses Format. Und ganz wichtig, nachdem ihr das 5. Outfit-Bild gesehen habt, dann unten in die Videobeschreibung auf den ersten Link reinklicken, denn da geht es zur Abstimmung und könnt dann für das Outfit abstimmen, was ich es euch am meisten gefallen hat. Aber ich würde sagen, das ist im Endeffekt alles wirklich sehr selbsterklärend. Von daher, let's go. Erstes Outfit von Tim TLK. Feiere ich einfach nur extrem. Also by the way, ich habe mir jetzt auch Outfits rausgesucht, die ich jetzt persönlich selber cool finde. Von daher, ja, erste Folge, erste Formatfolge, kann man glaube ich so ein bisschen verzeihen, aber jetzt let's go. Er trägt hier auf jeden Fall weiße, schlichte, clean Air Force, glaube ich zumindest, wenn das jetzt nicht allzu überbelichtet ist. Darauf stackt er dann eine wirklich sehr, sehr weite Lucy Anzugshose in schwarz oder in einem sehr dunklen Grauton. Feiere ich extrem den Fit und dazu kombiniert er dann da drauf ein verwaschen graues Vintage T-Shirt, glaube ich von Harley Davidson, mit dem Schriftzug Ride All Day und dann ist da so ein, ja, Totenkopf-Fahrer drauf und auf den Rücksitz hat er da erstmal so eine kleine Biatch. Und als Accessoire hat der liebe Tim eine schwarze Sonnenbrille kombiniert dazu, die ich einfach nur extrem feier, weil die halt nicht diese Nasenbügel hat, sondern einfach komplett so einen dicken schwarzen Rahmen hat und komplett schwarz ist und ja, Outfit Nummer 1, sehr, sehr feierbar. Outfit Nummer 2 ist von Dominik.dtz und direkt Spoilerwarnung vorweg, das ist das krasseste Outfit von allen 5. Meiner Meinung nach muss nicht heißen, dass es auch eurer Meinung nach das krasseste Outfit ist. Wenn es das ist, dann, wie wisst Bescheid, Videobeschreibung, erster Link. Aber der liebe Dominik trägt hier auf jeden Fall den Jordan 1er High Storm Blue. Ich glaube, es ist der. Ich hoffe, es ist der auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall danach aus. Dazu trägt er dann eine blaue Jeans. Es könnte die Represent Sand Blue Denim sein. Und darauf trägt er dann ein dunkelblaues oder schwarzes Vintage Tupac T-Shirt in einem sehr, sehr geisteskranken Fit. Ey, Real Talk, diese Drop Shoulders. Mega. Und ich sehe gerade, er hat noch ein Accessoire, eine Uhr. Ich weiß nicht, ob es eine Rolex ist oder es könnte auch eine Casio sein oder von Seiko. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall eine silberne Uhr trägt er als Accessoire mit dazu. Wirklich geiles Outfit. Kann man nichts mit falsch machen. Der Fit ist sogar von der Hose ziemlich nice, weil er die John 1er, glaube ich, unlaced trägt. Ich glaube, du trägst sie da unlaced. Geiler Fit auf jeden Fall. Outfit Nummer 2 von Dominik.dtz. Outfit Nummer 3 ist von David Without V. Und er trägt hier die... Boah, das Outfit ist heftig. Glaube ich sogar All Represent. Er trägt hier auf jeden Fall die Represent Alpha Low in... Ich glaube, Wildleder ist es. Ich weiß nicht ganz genau, ob es jetzt Canvas oder Wildleder ist. Auf jeden Fall die schwarzen Represent Alpha Low. Dazu trägt er eine etwas heller verwaschene Jeans. Auch geisteskranken Fit hat die. Es könnte sein, dass es die Represent Pale ist. Heißt die Pale? Bin mir nicht ganz genau sicher. Auf jeden Fall die etwas heller, bläulich verwaschene Jeans von Represent. Und dazu trägt er das Represent Hooded Flannel mit diesem geisteskranken Grün, Brau, Karo-Muster. Geisteskrankes Outfit Nummer 3. Outfit Nummer 4, wirklich sehr ähnlich zu Outfit Nummer 3, ist von Nigo the Kid und er trägt hier ebenfalls das Represent Hooded Flannel und ebenfalls eine hell verwaschene Represent Jeans oder könnte auch eine hell verwaschene Zara Jeans sein. Aber ich glaube, es ist eine hell verwaschen blaue Represent Jeans, auch die Pale.
Und dazu trägt er dann die Adidas Super Curt. Wirklich geisteskrank, stimmig das Outfit. Und als Accessoire hat er da ebenfalls noch einen silbernen Ring oder einen goldenen Ring. Ich glaube, das sieht man jetzt nicht ganz so genau. Und er trägt dann noch als Eyecatcher, wirklich sehr, sehr passend, matchend zu den Brauntönen vom Represent Hooded Flannel, eine Louis Vuitton umenge Tasche. Wirklich sehr, sehr schönes Outfit und auch die Kulisse sehr, sehr gut, vor allem mit dem Braun von den Stufen, das Grün von der Pflanze und dieser wirklich cleane Background. Sehr, sehr nice Outfit Nummer 4. Und das letzte Outfit Nummer 5 wäre von Unterstrich, Aldo Unterstrich, der hier einen Ask Yourself Hoodie in Schwarz trägt, der wirklich geisteskrank fittet. War auch am Überlegen, ob ich mir ebenfalls den Hoodie kaufe, aber ich weiß nicht, welche Größe ich brauche und habe dann keinen Bock, die falsche zurückzusenden. Aber hier fittet auf jeden Fall der Hoodie ziemlich nice zu der Tartan Check von Represent, geisteskranke Cargo. Ich habe die auch, ich glaube, jetzt sind zu dem Wetter ein bisschen, heiß anzuziehen, weil es der Nylonstoff ist und der wirklich sehr, sehr dick ist und man schwitzt dann in der Hose wirklich sehr, sehr krass. Und er kombiniert jetzt ganz schlicht die Nike Air Force in All White. Und auch das Outfit ist wirklich sehr cool in der Kulisse, hier schön mit dem weißen Haus im Hintergrund, auch diese Brauttöne im Bild. Wirklich sehr, sehr harmonisches Bild. Aber hier geht es ja um die ganzen Outfits, von daher schreibt gerne in die Kommentare oder macht gerne bei der Umfrage mit, welches das coolste Outfit war. Ich persönlich fand von Dominik das Outfit am geilsten, aber es ist alles gut. Meine Meinung, kann gut sein, dass es sich erscheidet. Und ich würde sagen, damit wäre es das Video auch gewesen. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, Verbesserungswünsche. Abonniert den Kanal, falls euch die Videos gefallen und ihr gerne in Zukunft mehr sehen möchtet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Eventuell sogar bei einem Latest Pickup Video oder ansonsten bei einem anderen Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.